Ja, ich entschuldige mich immer wieder, aber das Ficken ist auch nicht für dich. Meine Güte, so gemein bin ich heute. Das wirst du auch gleich weiter verschenken. Aber du hast eine ganz besondere Aufgabe. Du gibst das weiter und schenkst das weiter an eine Frau, die heute das allerschönste Kleid hat. Solche haben wir heute viele, oder? Das ist ja wirklich schwer. Die hat nicht nur das allerschönste Kleid, die hat die allerschönste Frisur. Die ist heute nicht nur die allerschönste, die ist auch die allerglücklichste. Maria, das ist unsere Braut. Super, Vitali, danke dir. Maria, das Geschenk ist für dich. Ja, jetzt kannst du mal bitte aufstehen, Maria. Victor, du hilfst deiner Braut. Genau, steht mal bitte auf. Eure Gäste sind alle ganz gespannt. Was ist denn da drin? So, das ist ein Zeichen. Etwas nach, etwas nach. Jetzt bitte ich euch, dieses Päckchen mal auszupacken. Machen wir das gemeinsam. Könnt ihr mal zerreißen. Gnadenlos. Mal gucken. Was ist denn das denn? Alaska! Schöpfloppe! Babaruschka! Maria, du Babaruschka, не для того, чтобы Витю по кухне гонять. Babaruschka, это знак, это намек. Для чего, как вы думаете? Для вкусного, ароматного, свадебного супа. Ну что ж, дорогие гости, проголодались? Конечно, проголодались. Так долго ждали мы наших молодых. Ну что ж, объявить свадебный суп я не имею никакого права. Это сделают наши молодые. Natürlich die Hochzeit Suppe. Anzukündigen kann ich das jetzt nicht, das macht unser Brautpaar. Auf drei, ganz laut, ruft ihr zusammen Hochzeitssuppe. Macht es wirklich ganz laut, dass man euch in der Küche hört. Eins, zwei, drei. Hochzeitssuppe! Hochzeitssuppe!